Hallo und willkommen im REPEXPERT Trainingscenter. Heute geht es um vermeidbare Einbaufehler bei Radlagern mit integrierten Multipol-Encodern. Folgendes Szenario erleben wir leider immer wieder. Ein Fahrzeug bekommt ein neues Radlager und spätestens auf der Probefahrt leuchtet die ABS-Warnlampe. Bei heutigen Fahrzeugen werden als Signalgeber aktive oder passive Sensoren eingesetzt und in Verbindung mit dem im Radlager integrierten Inkrementrad oder Multipol-Encoder liefern diese je Rad ein Drehzahlsignal. Sobald eines der Signale unplausibel erscheint oder gar komplett nicht anliegt, melden die Steuergeräte natürlich einen Fehler. Ein Multipol-Encoder kann beim Einbau oder auf dem Transportweg schon durch Gewalteinwirkung sowie einen Magneten beschädigt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass ein Radlager der Generation 1 falsch herum eingepresst wurde, somit ist der Multipol-Encoder nicht in Richtung des Sensors zur Fahrzeugmitte hin ausgerichtet. Wie können wir nun also sicherstellen, dass die Reparatur erfolgreich ist? Alle Dichtungen sollten vor dem Einbau unversehrt sein und auf korrekten Sitz geprüft werden. Inkrementrad oder Multipol-Encoder befinden sich direkt unter dieser Dichtung. Eine eingedrückte Dichtung, wie in diesem Fall hier, ist durch den vergrößerten Luftspalt ebenfalls schon ein Grund für ein unregelmäßiges Signal. Magnete sind in der Nähe des Multipol-Encoders absolut verboten, denn der Kontakt mit einem Magneten kann den Multipol-Encoder beschädigen. Also zum Beispiel Taschenlampen mit Magnethalter oder magnetische Schraubenschalen bitte fernhalten. Um ein Radlager mit Multipol-Encoder auf nicht sichtbare Beschädigungen zu überprüfen, verwendet man eine solche Detektorkarte. Das sich ergebende Muster muss über den gesamten Umfang absolut regelmäßig und klar erkennbar sein. Das ist hier nicht so. So sollte es aussehen. Gleichzeitig kann man so die korrekte Einbaurichtung eines Generation 1 Radlagers vor dem Einpressen noch einmal überprüfen. Und als kleiner Tipp, das Radlager sollte bis zum eigentlichen Montageschritt in der sicheren Originalverpackung gelagert werden. Informationen zur korrekten Montage von Radlagern findet ihr übrigens auch in den beiliegenden Einbauhinweisen oder im REPEXPERT Teilekatalog. Weitere Tipps aus der Praxis bekommt ihr natürlich auch auf den Schulungen unserer technischen Trainer. Also schaut vorbei im REPEXPERT Portal, da ist bestimmt die ein oder andere Schulung für euch dabei. Das war's für heute aus dem REPEXPERT Trainingscenter. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.